Oh Gott, du Arschkind, ey. Scheiß Vögel. Oh fuck! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut, mir jetzt jedenfalls gut und willkommen zurück zu Close to the Sun. Hier sind wir letztens stehen geblieben, hier machen wir weiter mit Kapitel 2, das Feuer des Prometheus, wie auch immer. Ich kann diese Namen einfach nicht aussprechen. That's that shit. Ich muss sagen, die letzte Folge, die war ja schon echt krass creepy. Jetzt bin ich gespannt, wie es jetzt weitergeht. Oh Gott, wo sind wir? Jetzt mal ehrlich, das ist doch kein Schiff mehr, das ist ein Tempel. Ich dachte, die ganze Zeit läuft da. Das ist das Schiff hier. You are here, okay. Super. Das heißt, wir sind noch relativ weit oben. Am Schiff. Boah. An manchen Stellen leckt das so ekelhaft, ne? This is lead researcher Archer calling for any survivors on this frequency. Is anyone... Ada. Rose? Ada! Holy shit, Rose! Ada! What the hell are you doing here? Wait, what? Ada, you told me to come. I've got your letter right here. That doesn't make any sense. I didn't write you any letter, Rose. But never mind. There's been an accident. Or sabotage. It doesn't matter. We need to get off this ship. That's what the quarantine is about? Ada, what the hell is going on? Rose, listen very carefully. We really oh, need to leave. It's spreading all... Ada! Ada! Oh, come on. Maybe I can get a better signal with this thing somewhere up ahead. Scheiße. Okay. Also sie hat uns nicht den Brief geschrieben, dass wir kommen sollen. Oder zumindest wusste sie davon nichts. Oh Gott. Welcher Gang sieht am nettesten aus? Eigentlich keiner von denen. Oh. Aber auf dem Schiff durfte man rauchen anscheinend. Oh, wir können dran zoomen. Warum wusste ich das vorher nicht? Perfekt. Geil, richtig gut. Okay, jetzt gehen wir noch höher. Also das Schiff ist ja echt mal größer als die Titanic. Oh Gott. Ach, das sind so Bilder. Ach, gruselig. Wir gehen erstmal da lang. What sort of nut job builds a museum to themselves in their own house? Okay. Was ist das hier? Radio waves aren't just great. Oh, stopp. Okay. Warte mal. Ist das Schiff, mit dem wir am Anfang gefahren sind? Ich meine, es sieht danach aus. Also es ist, glaube ich, die Geschichte. Genau. Das ist die Geschichte der Seefahrt, glaube ich. Oh Gott. Das muss ja so kommen. Da war auch irgendwas. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ey, das fuckt mich ab. Wenigstens okay, kann man so sieht tatsächlich so aus, als wenn das hier so ein kleines Museum ist. Von, ja, ich sag jetzt mal, Geschichte über die Schiffsfahrt oder wie auch immer man das sagen kann. Ich weiß nicht. Oh Gott, die Lichter flackern. Creepy ship full of scientists in the middle of the ocean. Ah! What could possibly go wrong? Mein Gedanke. Jetzt kommt's, pass auf. Jetzt kommt irgendwas. Holy fuck, wo sind wir gerade?
Alter, ist das groß. Ah. What the? Oh, wie geil! Das ist die Zeit früher, wo das Schiff noch in Betrieb war. Boah, das ist richtig geil. Oh. Gut. Sehr, sehr gut gemacht. Anyone? Alter, das ist... Okay, das ist doch creepy. Ist gar nicht so gut, wie ich dachte. Es ist sehr, sehr gruselig gerade. Hallo, und ich muss mal da durch. Mach doch mal Platz hier. Oh, shit. What the hell okay. Was that? Rose? Oh! Are you there? Can you hear me? Yeah, I can hear you, but what the hell am I doing here? If you didn't write the letter, who did? It's in your handwriting and everything. This is gonna sound weird, but it might have been me. Not present me, but future me. I know how crazy that sounds, but I promise I can explain everything. Let's rendezvous in my apartment. From there, we'll escape together, okay? Escape from what, exactly? It's not safe here, Rose. It's spreading throughout the ship. I'll tell you everything when we meet up in my apartment. You need to grab a Faraday key card from the check-in desk there in the main hall. They're kept in a wall-mounted safe. The combination should be written down somewhere nearby. The key card will automatically take the elevator to the right district. Did you get all that? Yeah. Open safe, get key card, use elevator, meet in your apartment. I got it. Oh. Great. I won't be able to reach you on the radio for a bit, so just get there and stay safe, okay? Fine. But when you get there, I'm expecting some answers. Deal? Deal. Oh, and sis, even if I can't explain why or how you got here, really am grateful that you're here. See you soon. See you soon, sis. Okay, wir haben echt viel vor. Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Also ich meine, meint sie, dass wir irgendwie... Weiß nicht, dass die Geister dieses Schiffes... uns in die Vergangenheit der Geschichte des Schiffes führen? Ich habe keine Ahnung. Hallo? Hallo? Holy fuck. Das ist eine sehr gruselige Maske. So viele Geräusche hier. Oh Gott. Das sind Möwen oder Tauben, was auch immer. Okay, das wusste ich gar nicht. Krass. Ah, wir brauchen erst diese Keycard. Stimmt, das hat sie uns ja gesagt. Warte, was ist das für ein geiler Aufzug, wo man sitzen kann? Das war schon immer mein Traum. Krass. Oh Gott. Also was mir auffällt, zwischendurch ist das Spiel ganz schön... Naja, schaut euch das mal an hier, der Boden. Das war gerade noch nicht so. Das wechselt immer. Einmal ist es so, einmal so. Ich habe mich darüber auch im Internet ein bisschen informiert, bevor ich dieses Video aufgenommen habe, weil mir ist es dann wieder eingefallen, weil ich es echt ziemlich scheiße dann finde. Dass es bei dem Spiel wohl meistens Spielfehler ist, weil das von... Also, dieses Game habe ich von Epic Games. Ja. Und anscheinend die, die es von Epic Games haben, ist da so ein kleiner Spielfehler. Ich weiß auch nicht, also... Ob das so seine Richtigkeit hat... Okay, was müssen wir jetzt tun? Holen Sie die Keycard... aus dem Safe an der Wand. Aus dem Safe an der Wand... Toll. Finde ich großartig. Wo ist hier ein Safe an der Wand? Okay, das wird doch schwieriger als gedacht. Wieder so eine Maske. Safe an der Wand. Das heißt, aber, also, wir können nirgends hochgehen. Das muss hier unten irgendwo sein. Oh.
Echt hier? Irgendwo? Aber die Wege sind alle versperrt. Oh. Oder auch nicht. Ah! That must be the safe. Das ist er. To get it open. Okay, schwieriger als ich dachte. Ich brauche irgendwie so ein Passwort oder so. Eric. Eins, vier, zwei. Okay. Okay, ich hab's. So, eins. Und jetzt die zwei. Hä? Check ich nicht. Mussten wir das überhaupt so eingeben? Oder, also wie sonst? 1, 4, 2. Anders weiß ich nicht, wie es. Falls es überhaupt der Code ist, ich weiß nicht. Lesen wir nochmal nach am besten. Oder gibt es einen neuen Sicherheitscode? Und das ist der alte? Ja, sicher! Oh. Okay, wir brauchen einen anderen Sicherheitscode. Suchen wir den mal. Das einzig Gute ist gerade, dass es wenigstens nicht so gruselig ist wie deine Maske. Wo auch immer ich den finden soll. Neuer Sicherheitscode. Den finden wir. Ist hier irgendwo ein Hinweis hier? Das sieht schon geil aus, ne? Also. Ich stelle mich hier an der Bar oder so. Ah, schön. Gesehen. Boah, das ist echt schrecklicher, als ich dachte. Ich dachte, das wird leichter. Okay, ich habe keine Ahnung. Wir müssen eigentlich... Der schwankt ganz schön, ne? Der schwankt echt krass. Na gut. Alter, ich hab Angst. Ich hab das Gefühl, der könnte runterfallen. Aber guck mal, wie der schwankt. Okay. Warte, wir haben eine Tafel. Okay. Das Ding ist ja... dass ich auch gerne zurück würde. Weil ich glaube, wir haben einiges... Boah, das ist so creepy. Ich schwöre auf alles. Bleib da hängen. Wieso schwankt er so? Das irritiert mich sehr. Okay, egal. Vielleicht können wir dann die Tür doch nochmal aufmachen. Ich weiß es nicht. Ja. Achso, es war wieder so eine Maske. Wäre natürlich sehr, sehr gut, wenn diese Tür wieder aufgehen würde. Okay. Ach, scheiße.
Mann, Kacke, ich muss da... Ich weiß jetzt sonst nicht, wo ich lang soll, ne? Oh, der ist schon runtergefallen. Der wird safe auch tun. Wann ist die Frage? Ich bin gerade sehr verzweifelt. Scheiße. Das mit dem Coach hat geklappt, das war die ganze Zeit 142. Das Ding ist aber... Bingo. A keycard for the elevator. Ganz kurz. Die Dinger, die haben sich immer gegenseitig verschoben. Das heißt, man musste das mit sehr viel Konzentration machen. Und das war sehr schwierig. Oh Gott, du Arschkind, ey. Scheißvögel. Oh fuck! Ey, ich hab's ja gesagt. Der wird runterfallen. Alter. Mein Herz ist gerade fast stehen geblieben. Alter Vater. Alright. Hope this works. Oh. Wow. Das mit der Lampe, das war ja jetzt echt sehr kacke gemacht, ne? Ich muss schon sagen, das Spiel ist sehr beeindruckend und die ganze Zeit habe ich aber im Kopf, dass die Geister vielleicht mit uns, ich weiß nicht, dass sie mit, ich weiß nicht, dass das Geister der Vergangenheit sind, die uns zurück in die Vergangenheit holen wollen, so ähnlich wie zurück in die Zukunft. Ich weiß es nicht, also es ist schwer zu sagen, weil wir waren ja einmal kurz in der Vergangenheit. Und wir selber haben es ja gemerkt. Wir haben ja gesagt so, wow, what the fuck is going on, so in dem Sinne. Ich weiß nicht. Aber wir warten einfach mal ab. Kann nur noch besser werden. Kapitel 3, das Haus der Hestia. Ja, in dem Sinne machen wir da das nächste Mal weiter. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abendtag. Keine Ahnung, wann es wie ihr schaut. Haut rein, macht's was. Und bis demnächst zu einer neuen Folge von Close to the Sun.